Salut! Willkommen zurück zu Portalsbo und der Hammer Editor und wie es dazu kam. Heute wollen wir natürlich noch eine weitere Sache für den Hammer Editor oder eher gesagt für die eigens zu erstellte Portalsbo Map noch etwas mit einbauen, und zwar die Emanzipationsgrills. Im Englischen heißen die Fizzler, und deswegen werde ich auch im weiteren Spielverlauf jetzt auch Fizzler diesbezüglich verwenden. Quasi die Felder, die den Spieler quasi dazu zwingen, die Portale, die irgendwo erst hier gesetzt wurden, dass diese quasi zurückgesetzt werden. Und wenn wir physikalische Objekte haben, dann sollen diese natürlich zerstört werden, wenn die dieses Feld quasi berühren. Und wir brauchen an dieser Stelle folgende Werte. Zum einen brauchen wir, wer hätte es gedacht, ein Entity. Und zwar wollen wir hier an dieser Stelle nehmen wir hier ein Prop Dynamic nehmen. Im Gegensatz zum Prop Static hat dieser nicht nur weitere Eigenschaften, sondern bietet auch für den späteren Verlauf auch quasi noch passende Animationen. Und für den Fizzler brauchen wir natürlich hier diese lustige Gerätschaft. Im Gegensatz zum Fizzler Static sieht man jetzt so gesehen nichts Außergewöhnliches, außer mit dem Unterschied, dass quasi hier noch passende Sequenzen noch mit eingebaut sind. Wir haben ja dann hier eine Schließanimation, die natürlich sagt, das Feld wird eingefahren und die Klappen schließen sich. Und logischerweise gibt es dann noch eine Open-Sequenz. Die Felder werden ausgefahren, also die Klappen gehen auf und das Feld wird ausgefahren. So meine ich das. Das heißt, wir haben demzufolge jetzt hier unseren Fizzler Generator, so will ich den jetzt mal nennen. Und dann will ich den natürlich noch ausrichten. Mal sehen, wenn ich den mit einer Koordinatengröße von 90 eingebe, würde er dann hier in diese Wand hineinpassen. Bringe ich den quasi noch so richtig schön hier am Boden der Tatsache hin. Und sieht doch relativ gut aus, wenn wir den dort positionieren. Und was wir natürlich auf der einen Seite haben, wollen wir logischerweise auch auf der anderen Seite haben. Also geben wir den ganzen Spaß ein und setzen den quasi hier richtig ran. Wunderbar. So, das wären natürlich jetzt hier unsere Fizzler Generator. Den beiden gebe ich natürlich jetzt noch einen Namen. Nennen wir diese Fizzler Generators. Und diese werden halt eben dann für den späteren Verlauf quasi noch von Notwendigkeit sein. Jedenfalls. Jetzt wollen wir natürlich noch einen Block zeichnen, der natürlich idealerweise von dieser hier dargestellten blauen Markierung aus zum anderen Ende quasi geführt werden wird. Einfach damit es quasi so größentechnisch her passt. Das heißt, wenn wir uns quasi jetzt hier ein Entity uns jetzt hier quasi anwählen und wir wollen demzufolge hier einen Block erstellen und ziehen ihn quasi von A nach B, nimmt er natürlich hier automatisch die Größe und die Breite und die Tiefe des jeweiligen Entities hier an. Und dann brauchen wir demzufolge den ja nur noch passend auszurichten und dessen Größe zu verändern. So, wie dem auch sei. Wir wollen den natürlich jetzt erst einmal richtig positionieren. Das heißt, ich werde jetzt mal die Felder mal hier ganz fix auf 1 bringen. Und den ist quasi noch richtig in die Ausgangsposition bringen. Und was natürlich auf der linken Seite klappen soll, soll natürlich auf der rechten Seite funktionieren. Obwohl, doch, ist er schon richtig ausgerichtet. Okay, gut. Dann hätte sich das ja automatisch schon erledigt. Ach, das finde ich toll, wenn man etwas automatisch schon zur Verfügung hat. Und demzufolge hätten wir jetzt hier unseren zu erstellenden Fizzler-Block. Was natürlich jetzt noch fehlt, ist ja folgendes. Wir müssen daraus ein Entity machen. Und zwar werden wir hier einen Trigger-Portal-Cleanser anwenden. Ähnlich ist dieser Trigger-Portal-Cleanser ja gegenüber dem hier in der tödlichen Suppe. Nur mit dem Unterschied, dieser soll natürlich auch für den sichtbaren Bereich dienen. Das heißt, wir brauchen jetzt erst einmal eine Fizzler-Textur. Also geben wir mal Fizzler ein und siehe da, wir haben jetzt hier vielerlei Fizzler zur Auswahl. Nehmen wir mal diesen Fizzler, und jetzt gibt es ja zweierlei Möglichkeiten. Entweder wir markieren die komplette Textur und übermalen quasi den kompletten Block mit der kompletten Textur, oder wir wenden quasi nur jene Sache an, dass wir nur bestimmte Seiten dieser Textur quasi verändern und demzufolge im späteren Spielverlauf auch sehen wollen. Deswegen geht es quasi hier auf diesen obigen Knopfbereich, auf den blauen, grünen und orangenen Würfel, oder die Kurzformversion Shift und A-Taste gedrückt halten, und schon kann quasi jeweils in beiden Fällen das Fenster Face Edit Sheet
Und dies ermöglicht uns quasi, die jeweiligen Felder auch einzeln zu bepinseln, auszurichten, zu justieren etc. pp. Und wir wollen natürlich Folgendes machen. Wenn wir jetzt diesen kompletten gelben Bereich hier einfärben wollen, klicken wir, da wir hier die Textur schon geladen haben, mit der rechten Maustaste auf diese Seite und schon wird diese hier automatisch ausgerichtet. Oder eher gesagt erstmal bemalt. Ausgerichtet kommt gleich und hier auf der anderen Seite ist ja demzufolge nichts. So, jetzt zu dem Ausrichten. Das heißt, man markiert demzufolge mit der linken Maustaste dieses Feld und dann quasi Justify, setzen wir zum Beispiel auf Fit und schon wird quasi der ganze Spaß der Größe nach her angepasst werden. Und sieht natürlich auch hier ein bisschen schöner aus. Damit man auch hier auch so richtig schön erkennen kann, hier so richtig am Generator ist das Feld dichter besiedelt als quasi hier irgendwo in der Mitte. Und was wir natürlich auf der einen Seite haben wollen, wollen wir logischerweise auch auf der anderen Seite haben. Also ebenfalls ausrichten, fertig. Was natürlich jetzt bei diesen Trigger Portal Cleans noch von Notwendigkeit ist, dass wir hier das Sichtbarkeitsfeld auf Yes setzen, damit wir dann demzufolge auch das Momentum haben, dass es heißt, dieses Feld ist von Anfang an sichtbar. Was natürlich jetzt noch fehlt, ist natürlich Folgendes. Wir müssen natürlich auch hier noch einen Flag für physikalische Objekte setzen, weil ansonsten können wir jedes physikalische Objekt hier durchtragen und nichts wird davon zerstört. Aber wir wollen ja, dass Objekte zerstört werden, wenn die dieses Feld berühren. Wie dem auch sei, jetzt haben wir demzufolge hier unseren Fistler-Bereich und sind natürlich übelst happy. Zumindest was die Erstellung diesbezüglich betrifft. Jetzt wollen wir den natürlich noch steuern. Mal sehen, dir habe ich einen Namen gegeben und dir habe ich natürlich noch keinen Namen gegeben. Deswegen will ich dir noch einen Namen geben. Ich nenne dich einfach hier mal Fistler. Na komm schon. Fistler Field. So. Und das wird natürlich von Notwendigkeit sein. Und dann nehmen wir diesen Button zum Beispiel, den Ball-Button, der ja quasi als Demonstration dafür dient, dass diese Lightbridge, die anfangs hier da ist, dass diese dann nicht verschwinden soll, sobald der Ball sich hier drin befindet. Ergo wollen wir hier noch ein paar weitere Ausgaben noch mit hinmachen. Das heißt, wenn der Button gedrückt wird, dann sollen natürlich die Fistel Generators einfahren, also Set Animation und Close. Und natürlich soll auch Folgendes geschehen. Dieses Feld soll natürlich deaktiviert werden, also Disable. Und was wir natürlich auch einmal deaktivieren können, können wir demzufolge auch wieder aktivieren. Also hier kommt dann ein Enable rein und Unpressed, wenn ich es natürlich auch mal richtig schreiben würde, wäre das ja vom Vorteil. Fistler Generators, Set Animation, Open. Und schon wird demzufolge dieser ganze Spaß hier gesetzt. Und was wir natürlich hier auf einer Höhe haben, können wir, wenn wir schon so protzig sein wollen, es auch noch auf die nächste Ebene noch mitbringen, sodass quasi Spieler dazu gezwungen werden, explizit darauf zu achten, dass dieses Feld deaktiviert ist, wenn man hier einen Würfel mit hineinbringen möchte. Wie dem auch sei. Das ist zumindest die Geschichte mit dem Fistler. Und jetzt wollen wir mal den ganzen Spaß noch mit reinbringen, dass wir auch noch tödliche Fistler noch mit reinbringen. Tödliche Fistler, quasi diese tödlichen Laserfelder, die den Spieler quasi signalisieren wollen, wenn du da durchgehst, wirst du draufgehen. Ergo sind die auch ganz leicht zu erstellen und sogar extrem ähnlich gegenüber den normalen Fistlern. Das heißt, ich erstelle quasi hier eine Kopie des Fistler Generators und werde den mal noch fix umbenennen, sodass dieser dann separat dann angesteuert wird. Wir nennen diesmal Death Fistler Generators. Und wir kennen ja bereits das Spiel, was wir auf der einen Seite haben wollen, wollen wir auch auf der anderen Seite haben. Zack, fertig, ausrüsten und tschüss. Und dann wollen wir natürlich hier, wie gesagt, noch ein Feld noch mit reinbringen. Nehme ich gleich mal hier eine direkte Kopie dieses Feldes, setze den ganzen Spaß hier wieder auf 1, damit ich hier alles perfekt ausrichten kann. Und dieses Feld hier wollen wir natürlich dann noch umwandeln zu einem Death Field. Aber erst einmal will ich hier natürlich noch einen anderen Namen, logischerweise wählen, Death Fistler Field. Und was wir natürlich hier brauchen, ist dann kein Trigger Portal Cleanser, sondern wir wollen hier einen Funk Brush verwenden. Denn es gibt einige Texturen, die werden zum Beispiel beim Trigger Portal Cleanser nicht mit angezeigt. Die benötigen dann explizit einen Funk Brush, deswegen wird an dieser Stelle auch ein Funk Brush verwendet. So, ein Funk Brush ist dann demzufolge hier ein
Brush Entity, wie es der Name schon sagt. Und für einen späteren Verlauf sollen diese dann auch noch eine großartige Rolle spielen. Aber hier an dieser Stelle reicht es einfach nur aus, wenn diese quasi jetzt nur so demonstrativ dargestellt werden. Und was wir natürlich jetzt noch brauchen von den Funk Brush ist natürlich Folgendes. Und zwar, wir brauchen natürlich jetzt noch einen passenden Laserbereich. Also Laser. Und dann haben wir hier für den Effektsbereich diese Laserplane. Und wenn ich diese hier ausrichten möchte, haben wir demzufolge hier diese typischen Lasermerkmale, die dann quasi symbolisieren, hier befindet sich jetzt ein Laserfeld. Und man kennt ja schon das Spiel, was wir auf der einen Seite können, können wir auch auf der anderen Seite. Das ist schon mal der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Denn die Fistel Generators, die haben ja auch diverse Skins. Ich gehe nochmal hier in den Model Browser und dann sieht man hier diverse Skins. Diese haben zum Beispiel drei Skins. Skin 0 ist dieser Standard-Skin. Skin 1 repräsentiert hier einen etwas verdreckten Skin. Und Skin 2 sind natürlich dann hier diese typischen Laserfelder. Und wir wären natürlich sehr froh darüber, wenn wir hier einen Skin mit Laserfelder haben. Alternativ kann man den Skin auch hier eingeben. Aber da sollte man natürlich dann auch schon wissen, welche Ziffern quasi valide sind. Gibt man demzufolge hier eine Ziffer 3 oder so ein, passiert jetzt nichts Weltbewegendes, davon mal abgesehen, aber die nehmen dann halt eben dann hier einen Standard-Skin dann halt eben dann an. Wie dem auch sei. So, schon haben wir demzufolge hier unsere Laserfelder und was wir natürlich jetzt noch brauchen, ist nicht nur hier ein Laserfeld, sondern wir wollen natürlich auch noch einen Trigger-Portal-Dienst, das sage ich schon, einen Trigger-Hertz noch mit einbauen. Also, einmal kopieren, was das Zeug hält und dann wollen wir daraus natürlich jetzt erstmal noch einen Trigger noch mitmachen. Den bringe ich, sagen wir mal, noch ein Stückchen weiter nach hinten. Einfach damit man auch genauer unterscheiden kann, welche Entities sich wo befinden. Gehe ich hier wieder in die Ausgangsposition zurück, denn ich mag es einfach, wenn ich hier mit einer Größe von 32 Feldern hier wunderbar arbeiten kann. Ist natürlich dann jedem selbst überlassen. Und diesen Funk Brush an dieser Stelle, den wollen wir natürlich auch noch zu einem Trigger Hertz natürlich noch umwandeln. Das heißt, dieser braucht natürlich auch noch einen separaten Namen, würde ich zumindest empfehlen. Und dann geben wir hier schon wie eins bei der tödlichsten Suppe einen Trigger Hertz ein. So, wir geben demzufolge auch hier noch einen Damage-Wert ein, sagen wir mal 400, das passt an dieser Stelle, damit der Spieler auch sofort drauf geht. Und dann wollen wir natürlich auch noch diese Felder hier noch ansteuern. Und wir wollen natürlich auch noch Folgendes machen. Wenn diese Felder, die standardmäßig aktiviert sind, und diese deaktiviert werden, dann soll das Laserfeld angehen. Ergo, das Laserfeld soll standardmäßig deaktiviert sein, und die sollen sich quasi dann von der Aktivitätsskala immer abwechseln. Ist das an, ist das aus, ist das an, wird dann eben dann das hier aus sein. So viel dazu. Das heißt, unser Ball-Button hier wird natürlich noch ein paar weitere Optionen noch zur Verfügung stellen. Ob dieser es nun will oder nicht, ist mir vollkommen gleichgültig. Der wird das jetzt gemacht. So, das heißt, wir brauchen wieder einen OnPressed-Befehl. Was soll geschehen? Das Feld, das soll quasi aufgehen. Im Gegensatz zu den Fistel Generators, wenn die zugehen, geht das Feld ja auf. Dann, OnPressed, wollen wir natürlich auch, dass der Death Fistel Field natürlich zur Verfügung steht. Und OnPressed soll natürlich auch unser Trigger Hurt ansteuerbar sein. Also wird auch der verfügbar sein. Und on OnPressed soll natürlich diese Felder hier deaktiviert werden. Also Disable, on OnPressed, Death Fistel Field wird deaktiviert werden. Und on OnPressed wollen wir natürlich auch noch den Death Fistel Generator noch wieder schließen. Close. So viel dazu. Und hier kennen wir bereits diese Operation. Ob das jetzt hier von Notwendigkeit ist oder nicht, das ist ja dann jedem dann selbst überlassen. Aber ich möchte natürlich auch noch, dass wir die obere Position hier noch schön ausgerichtet haben, damit auch hier alles wunderbar passt. Jetzt müssen wir natürlich nur noch festlegen, dass dieser Death Fistel-Bereich hier standardmäßig deaktiviert ist. Das heißt,
Wer natürlich jetzt den Bonuspart jetzt hier nicht gesehen hat, wird es natürlich spätestens jetzt hier sehen. Wir brauchen hier ein Logic Auto. Und dieses Logic Auto Entity ist quasi dafür da, dass etwas automatisch geschehen soll. Quasi etwas, was vom Spieler nicht wirklich beeinflussbar ist. Und dieses Logic Auto hat natürlich auch folgende Kommandowerte, zum Beispiel, wenn es quasi im Hintergrund geladen wird oder wenn das Spiel geladen wird oder wenn es dann quasi auf der jeweiligen Map gespawnt wird. Ich bevorzuge halt eben die On-Map-Spawn-Geschichte, damit kann man an sich nichts falsch machen. Und dann wollen wir natürlich, dass das Feld standardmäßig geschlossen ist, also Set Animation Close. Und natürlich wollen wir auch noch den ganzen Spaß noch mit den Dev-Feld hier diesbezüglich machen. Quatsch, nicht Enable, sondern Disable. Und nicht, dass ich jetzt jedes Mal immer wieder den Befehl hier ausgebe, kann ich einfach mal Copy-Paste machen und sagen, dass ich dann demzufolge jetzt nicht den Trigger Dev-Field, sondern jetzt hier mein Dev-Fizzler-Field jetzt hätte. Und standardmäßig werden diese Werte hier halt eben deaktiviert. Und natürlich wollen wir natürlich auch noch ein Dummy-Objekt noch haben. Wenn das Feld hier an ist, sollte es natürlich zerstört werden. Und da wäre es natürlich auch von Notwendigkeit, wenn wir uns hier ein Dummy-Objekt hier auswählen. Dieser Würfel hier wird natürlich der einladende Repräsentant dafür werden. Und dann sehen wir uns dann demzufolge gleich in der Map wieder. Gut, jetzt sind wir demzufolge hier wieder in der erweiterten Map. Und sehen natürlich, wir haben jetzt zwar jetzt immer noch hier die Lichtbarriere hier noch aktiv, aber die ist jetzt erstmal vollkommen irrelevant. Wir sehen natürlich jetzt hier unseren Fizzlerfeld. Wir können hier durchschießen und nichts passiert. Und im hinteren Bereich haben wir natürlich hier unseren Deathfield-Bereich. Und jetzt wollen wir natürlich noch den Spaß noch aktivieren und natürlich auch deaktivieren. Wenn wir natürlich nicht unbedingt immer zur Katapultplattform natürlich kommt. Deswegen